Guten Morgen, der 2. Mai. Ich bin immer noch mit diesem ganzen Zeug beschäftigt und bin froh, wenn das gleich rausgeht. Danach heißt das, sich über genauere Verhältnisse in diesem Fall und die Verhältnismäßigkeit bei der Polizei informieren. Falls das euch interessiert, ich bin 5 Jahre hier. Das Haus wurde das erste Mal verkauft vor 4 Millionen. Mittlerweile haben wir einen 12 Millionen Wert. Gentrifizierer haben ihre Methoden. Aber nicht alle machen das mit. Es gibt auch Menschen, die nicht schweigen. Und es ist nicht so, weil ich nicht raus will. Es ist unmöglich gerade. Es geht gar nicht. Und bei dieser Belästigung und psychische Gewalt, die er ausgeübt hat, alleine an mir persönlich. Und es gibt auch Aufnahmen dazu, für den Fall, dass jemand meine Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Würde ich sagen, das ist ein No-Go-Number, was er bis 30.04. gemacht hat alleine. 2 Tage ohne Wasserzugang. Toilette ist sowieso nicht lecker. Aber kein Strom, kein Wasserzugang, keine Küche, keine Informationen in dem Fall, weil ich schwachen Internetkontakt habe. Nimm es einfach Behinderung an allem.